coolste Weihnachtsgeschenk, was ich bis jetzt bekommen habe, was mir richtig aus der Rolle gehaut hat, das war von meiner Ex-Freundin. Das war ein Riesenakt. Bild. Wo sie natürlich nackt drauf war. Und dann dachte ich, wo ich es gekriegt habe, so, wow, geil. Gleich daheim im Schlafzimmer. Und im Kontrast dazu, das Schlechteste, was ich gekriegt habe, das waren Tennis-Sportsocken. Also, da habe ich gedacht, wo ich die gekriegt habe, Dankeschön, die darfst du behalten. Und da habe ich es lieber, dass man mir auch nichts schenkt, weil da schwankt nicht meine Stimmung oder sowas, aber wenn ich dann Sportsocken zu Weihnachten kriege, cool, mit einem richtig schönen, grünen, dicken Rand oben, dann denke ich mir echt, Also eines von den schönsten Weihnachtsgeschenke waren jetzt die Karten für das Christina Aguilera Konzert, weil es war ewig lang mein Vorbild, die Christina. Und die hat mir meine Schwester jetzt bei eBay ersteigert, was gerade mir gegeben hat. Und das war jetzt eben gerade das Wochenende, das war total lässig. Das war echt cool. Cool. Ich möchte dir gerne nochmal Danke sagen. Naja. Schlimme Weihnachtsgeschenke, aber ich glaube, das kennt eh jeder. Eines der schlimmsten, die ich gekriegt habe, war, obwohl eigentlich alle Leute, die sich irgendwo noch ansatzweise damit beschäftigen, was ich jetzt mache und was ich nicht mag. Und ich mag wirklich sehr viel, was an Musik da auf der Welt gibt. Aber wenn ich was nicht ausstehen kann, dann ist das volkstümliche Schlagermusik und wirklich Techno, Trance und das Ganze. Und dann gibt es Leute, die schenken mir Techno zu dir zu Weihnachten. Das ist schon mal ein sehr grausliches Geschenk. Und was für mich damals noch ganz schlimm war, war irgendwo in der ersten und zweiten Klasse Volksschule, wo es mich so wirklich überhaupt nicht interessiert hat, Flöte spielen zu lernen. Und meine Mama schenkt mir eine Blockflöte zu Weihnachten. Und ich mache das auch voller Freude, juhu, packen, packen, Geschenk. Und schau dann einen unter dieser Flöten trinken. Meine Mama war ganz enttäuscht, weil ich so enttäuscht das Gesicht so habe. Daraufhin habe ich versucht, fröhlich reinzuschauen und zu sagen, oh, super, danke. Hat aber nicht funktioniert, sie hat es gemerkt. Naja, sie weiß es heute noch, dass ich mich nicht gefreut habe mit der Flöte. Entschuldigung, Mama. Coolstes Weihnachtsgeschenk. Eines der coolsten Geschenke war, wie ich immer selber Grönemeyer-Karten schenken wollte. Und ich habe mir die gekauft. Und, also ich wollte unbedingt hingehen, weil ich noch nie beim Grönemeyer war. Kauf mir die Karten, tust mir selber in ein Kuvert und gibst der Mama. Und sag, bitte legst du mir das an den Christbaum, weil das schenke ich mir heuer auf und so zu Weihnachten. Und dann mache ich es auf und dann hat die Mama in das Kuvert das Geld für die Karten reingetan. Und dann hat mir die Mama die Karten geschenkt. Das war ziemlich super. Und als Kind kann ich mich noch daran erinnern, habe ich eine Puppenküche gekriegt. Also nicht die Küche, aber so kleine Töpfe und kleine Pfannen, rot und weiß. Und ich habe mich gefreut, wir schauen, damit wir endlich mehr Geschirr bekommen. Und habe Kappertum gespielt, glaube ich, 5 Jahre lang damit. War super. Also, ich fange jetzt mal mit einer guten Nachricht an. Und zwar mein bestes Weihnachtsgeschenk, was ich gekriegt habe, war eigentlich mein Snowboard. Und weil ich kleiner war, habe ich mal eine Autobahn gekriegt, das war ganz toll. Und ein Teddybär. Der, was auf meinem Poster oben ist, das ist ein Expressball. Das war einmal ein Weihnachtsgeschenk von meinem Opa. Und dann haben wir einmal ganz was Blödes gekriegt. Und das war ein rosa-roter Skihelm. Und den wollte ich nie aufsetzen. Und dann habe ich nie aufgesetzt, deshalb bin ich immer ohne Helm gefahren. Und nur immer Hauben auf. Ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und tut's ein bisschen... Ich werde es ein bisschen erholen über die schönen Tage, über die Feiertage. Ja. Alles Liebe und Gute und frohe Weihnachten.